Die Kraft des Frostes ist eine der bekanntesten Methoden, um Lebensmittel lange zu konservieren. Denn fast jeder Haushalt besitzt ein Tiefkühlfach. Aber das hat seine Grenzen. Frieren wir dort frischen Brokkoli ein, dann wird er nach dem Auftauen ziemlich matschig. Das liegt daran, dass der Kälteschlaf nicht tief genug ist. Anders sieht das beim Schockfrosten aus. Das ist eine besonders schonende Methode, mit der Lebensmittel für wenige Minuten auf bis zu minus 40 Grad Celsius gekühlt werden. Aber Moment mal, was ist an dieser Kälte jetzt anders als im Tiefkühlfach? Dafür müssen wir in unseren Brokkoli schauen. Beim Schockfrosten dehnt sich das enthaltene Wasser aus, bildet aber nur winzige Eiskristalle. Die haben genügend Platz zwischen den Zellen und stören nicht weiter. Im Tiefkühlfach dauert der Kühlprozess deutlich länger. So bilden sich große Eiskristalle, die langsam wachsen und dabei Zellstrukturen zerstören. Kein Wunder also, dass der Brokkoli dann nicht mehr so perfekt aussieht. Schockfrosten ist ein Verfahren, das den Geschmack und die Textur von Lebensmitteln bewahrt. Auch Vitamine und Mineralien bleiben erhalten. Noch ein Vorteil ist, dass Mikroorganismen in eine Schockstarre verfallen und sich nicht mehr vermehren können. Zum Lagern reichen dann normale Tiefkühltemperaturen von minus 18 Grad Celsius. Wenn die Kühlkette vom Eisfach im Supermarkt bis nach Hause beachtet wird, hält der Brokkoli also für viele Monate in unserem Tiefkühlfach.